Hallo zusammen, mein Name ist Zacharias Reinhardt von agensasbrothers.de und willkommen zu einem weiteren Teil des großen 3D-Charakter-Workshops. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfache Konzeptzeichnungen für die Waffen des Charakters erstellen könnt. Okay, wir erstellen uns ein neues Bild. Die Auflösung machen wir auf 300 dpi. Und wir machen das Ganze 1000 Pixel breit und ich sag auch mal 1000 Pixel hoch. So, wir haben jetzt hier eine seltsame Hintergrundfarbe. Das färbe ich mal wieder hellgrau ein. Hier gebe ich mal 75 ein, okay. Und färbe das ein. Und wir erstellen uns jetzt ganz einfache Skizzen für die Waffen. Dafür werden wir jetzt keine kolorierten Sachen machen, weil das Texturieren wird bei den Dingen, denke ich mal, nicht so aufwendig sein. Okay, ich wähle hier meinen Benutzerkonzeptpinsel aus und hier meine Benutzerkonzeptdynamik. Aktiviere Deckkraft und Größe und mache den Pinsel mal um einiges kleiner, zwischen 10 und 8. Wähle mir die schwarze Farbe aus und erstelle eine neue Ebene. Die nenne ich Skizze, Waffe. Okay, so. Das eine habe ich ja gesagt, es soll eine Art Stabwaffe sein. Darum male ich mir jetzt hier erstmal ganz grob einen Stab hin. Okay, dann zoome ich mal ein bisschen ran. Ihr könnt euch natürlich auch eigene Waffen ausdenken. Euer Charakter muss natürlich auch keine Waffen haben. Hier oben ist dann so eine Keule oder ein Knubbel, irgendein schweres Metallding dran. Mit so abgerundeten Spitzen. Dann geht es hier runter, einfach ein Metallstab. Es muss jetzt nicht mega toll aussehen, das geht jetzt darum, dass wir wissen, was wir machen wollen. Auf der Hälfte ungefähr ist irgendein Stoff rumgewickelt, das man da anfassen kann. Und hier geht es noch weiter runter. Ich schiebe das mal ein Stück hoch. Ich aktiviere mal bei unserem Verschiebwerkzeug aktive Ebene, sodass ich die hier verschieben kann, ganz einfach. Dann wähle ich wieder unseren Pinsel aus und gehe ein bisschen näher ran. Pinselgröße kann ich vielleicht noch ein bisschen kleiner machen, damit wir hier feinere Striche machen können. Nehmen wir hier ein Stück weg. So, und hier unten, wir sehen jetzt, wenn ich hier unten versuche, über den Rand zu malen, geht das nicht. Und darum gehen wir mal auf Ebene, Ebenengröße. Und hier können wir das nach unten erweitern, vielleicht um 500 Größe ändern. Und wir sehen jetzt, geht die Ebene weiter über den Rand hinaus. Und ich sagte ja, dass das irgendwann in der Zukunft vielleicht spielt. Und hier ist dann einfach so ein Eisenrohr mit dran gebunden, was hier unten plattgedrückt ist. Bisschen angespitzt so. Das ist quasi unsere Stabwaffe. Und jetzt erstelle ich noch eine neue Ebene. Die nenne ich Skizze Schild. Okay. Und ihr könnt euch ja erinnern, ich habe auf der einen Seite so einen Handschuh gemalt von unserem Charakter. Und den skizziere ich mal hier grob. So, hier, da hatten wir hier ein Band, ein Riemen und hier. Und da würde ich sagen, machen wir hier so eine Art Eisenschiene dann auf den Arm. Auf dieser Eisenschiene, die kann dann eine gewisse Erhöhung haben. Hier müssen wir uns dann den Arm weiter vorstellen. Ist dann so eine Art kleines Eisenschild. Hier hinten können wir so eine Einkerbung machen, damit der Arm auch gut gebogen werden kann. Eigentlich würde er dann wahrscheinlich eher so lang gehen, der Arm. Und hier klebt dann so ein Schild drauf. Wir müssen dann ausprobieren, ob das so funktioniert im 3D-Raum. Aber so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Und hier könnte man dann auch noch einen Riemen so zur Hand machen,
Vielleicht ist hier dann so ein Eisenstab, den sie in der Hand hält, um das ein bisschen zu fixieren. Und man könnte dann vielleicht auch noch zusätzlich machen, wenn sie hieran zieht oder so, dann kann ja hier auch ein scharfes Stück Metall unten herausgefahren kommen oder sowas. Also quasi sowas wie eine selbstgebaute Waffe hier. Dass das dann hier rausgeschossen kommt. Und dann hier quasi unterm Schild liegt. Sowas in der Art will ich erstellen. Okay, das ist jetzt meine ganz grobe Konzeptzeichnung. Gehe ich mal auf Datei, speichern unter. Waffe, Konzept. Speichern. Und dann Datei exportieren nach. Datei nach Endung, wählen uns wieder JPG-Bild aus. Waffe, Konzept kann so bleiben. Und dann gehen wir auf Exportieren. Dann machen wir Qualität 100%, exportieren. Das können wir schließen. Und das können wir uns jetzt hier mal angucken. Ja, das war's mit diesem Video und auch mit dem Abschnitt über das Erstellen der Konzeptzeichnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt auch was gelernt. Und ich hoffe auch, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin!